So ein Gartenhaus brauchen wir mal, ne? So ein Poolhaus. Erstmal wieder irgendwo hingehauen. Ich dachte, das wäre eine Schublade. Ich mache gleich ein Foto. Okay, Laser. Lampe 2, Lampe 1. Laser 2. Kamin, Eingang innen. Wir hatten doch schon mal einen Eingang durch den Kamin. Beide Lampen einschalten. Hinweis, eine Lampe ausschalten, um die Codeanzeige zurückzusetzen. Nachdem der richtige Code gewählt wurde. Ja, ich mach einfach mal ein Foto und dann was auch immer. Okay. Mach Klappe zu. Ist voll ruhig. So. Ist schon schön. Ah, hier ist der Kamin. Ach, die beiden kleinen Scheißkinder. Und sie. Und er. Das ist doch auf Mist. Auf dem Originalen, oder? Mit dem Brunnen? Ich glaube schon. Schön. Da komme ich nicht dran, ja? Gut, ja, da ist der Eingang. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wie der Code ist. Davon mal ganz abgesehen. So, erstmal jetzt eine Runde pennen. Ich wollte heute vor ewig geschlafen. Was das heißt, davor gehen. Samstag ist ja okay. Ich glaube, ich brauche das mal wieder. Okay, das ist Holz. Das sind Flaschen mit irgendeiner Flüssigkeit. Das ist ein Brief. Hier ist nichts. Arbeitsschuhe. Schlafen. Liebste, wir müssen in dieser Angelegenheit zusammenstehen. Kannst du ihnen zuhören und vergeben? Alleine habe ich nicht die Kraft. Atrus. Das kann nur Atrus sein. Und Katharina. Wir können einfach mal ein Foto machen. Ich mache ein Foto. sicherlich ein Brief an Katharina von Atrus über die Scheißkerle. Ich wollte noch mal kurz. Es ist eine Überwachungskamera. Scheint so. Warte mal, gehen wir noch mal von vorne. Kommen wir da irgendwie näher an das Ding dran? Nee. Da stehe ich dann sozusagen nur vor der Tür. Ja, dann gucken wir halt mal kurz in den Kamin, wenn wir schon mal hier sind. Nicht, gar nichts. Hier fehlt auch der Strom, natürlich. Natürlich. Hier fehlt auch der Strom. Hier fehlt überall der Strom. Haben wir hier irgendwo ein Zeichen? Nee, ne? Gehen wir mal kurz rein. War hier irgendwo ein Zeichen? Was? Aber das, da wird auch wieder der Strom fehlen. Okay, ich krieg einen Drehwurm. Alles klar.
der Strom. Das sind aber auch nur so Zeichen, welches zum welchem gehört. Oder ich bin blind. Müsste man wahrscheinlich dann einfach alles mal austesten. Da ist ein Zeichen. Nee, da ist auch nur das Ding. Was natürlich auch nicht geht. Kann es sein, dass ich das Ding vielleicht verschieben muss? Ich komme doch hier jetzt nicht. Ja, genau. Ich brauche hier dann das Ding. Das Ding brauche ich. Das muss bestimmt drehen, damit ich da überhaupt drüber komme. Gut, aber man kann natürlich Ausschlussverfahren machen. Ich könnte ja oben auch nochmal bei ihm gucken, was das für ein Stromdrängen ist. Wir müssen halt jetzt mal die Dinger anstellen und einfach mal testen. Wir können ja auch einfach mal die beiden kleinen anmachen und dann mal zu dem Wasserding wieder gehen. Kesha? Bist du hier? Jetzt war doch eh schon gleich. Nee, wo sind wir denn hier? Nee, da drüben. Da waren wir schon. Ich dachte, hier sind wir wieder drin. Ist hier irgendwo das? Wenn ich jetzt eh mal schon mal zurückgelaufen bin, jetzt kann ich nochmal oben gucken, ob an dem Gerät auch so ein Zeichen dran ist. Wahrscheinlich. Was? Okay, der natürlich jetzt auch nicht. Da, der hat ein Zeichen. Alles klar, Foto. Und dann auch gleich Tagebuch. Das ist der Aufzug. Den braucht man dann nämlich auf jeden Fall, falls wir irgendwo wollen. Aber das heißt, es ist gut. Sie kann eigentlich auch, sie muss hier eigentlich irgendwo rumrennen, weil sie kann auch nicht hochfahren. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aufzug. So, ja, danke. Tschüss. Alles klar. Kleine Vögelchen. Wo ist sie denn? Oder ist das, gehört das zur... Nee, die Spielmucke fängt jetzt gerade an. Das kommt von da. Sie kann nicht mit dem Aufzug gefahren sein. Das ist nicht möglich. Den habe ich nämlich ausgeknipst. So passt man heutzutage auf Kinder auf. Man macht einfach alle Türen zu. Dann meint, bin ich zu falsch gelaufen. Zu weit. Jetzt hat mich der Vogel wieder abgelenkt da bei dem Ding. Da müssen wir hin. So, das ist der Aufzug. Machen wir das doch mal auf die beiden. Das sind 5. Hier sind sogar 5. Die könnten wir direkt mal rüberlegen. So. Und hier sind dann 4. Das ist einer. Das sind 2 zu 4. Wir nehmen das jetzt am besten. Geht das mal komplett darüber einfach. Ja, ich will den drücken, den Knopf. Gut, das bringt mir auch nicht viel weiter. Obwohl, wenn ich den da hinlege und den drauf, dann habe ich nicht richtig gerechnet, müsste nur 4. Dann leg das nochmal dahin. Dann mal hier 2. Ist auch zu viel.
Ich glaube, ich brauche den auch noch hier, um das überhaupt hinzukriegen. Nee, das ist falsch. Was? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur mein Ding hier zurücksetzen. Jetzt ist gerade das an. Ich glaube, das war draußen die Tür. Und das da. Ist das vielleicht sogar hinten? Wir müssten mal gucken, ob das... Weil, warte mal. Halt. Ich will noch nicht zurück. Halt. Wir wissen ja jetzt, das ist das beides an diesem Wasserkraftwerk. Das ist der Aufzug. Das ist hier drin. Das heißt, eins von den beiden müsste doch theoretisch sogar das sein, wo wir weiterfahren mit können. Warte mal, Leute. Bin ich gerade bescheuert? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen bescheuert. Kann ich mir bitte noch mal einmal mein Foto anschauen von gerade vom Aufzug? Ist das Ding oben? So. Habe ich jetzt gerade was falsch gesagt? Ja, da. Der Aufzug ist an. In dem Fall. Das heißt, das Ding könnte auch da hinten das sein. Und das hier ist die Tür oben. Können wir mal das hier wenigstens anmachen, dass wir da hinten vielleicht weiterkommen? Dann muss ich das ja nur umlegen. So. Und dann können wir mal gucken. Oh, siehst du, ich wusste, irgendwas ist jetzt in meinem Kopf gerade falsch gelaufen. Trotzdem war die ganze Zeit der Aufzug aus. Du hättest ihn nicht benutzen können. Also du kannst nur noch hier auf dieser Ebene sein. Könnte auch mal... Was ist mit dem Zip-Modus eigentlich? Das ist ausgegraut, weil wir da jetzt nicht hinkommen. Das ist eigentlich ganz cool, weil der Aufzug natürlich nicht geht. Wo sind wir? Was ist das hier? Ich glaube, das ist da, wo ich hin wollte. Ja. Oder braucht das Ding den Strom von dem Wasserkraftwerk? Aber hier ist doch nirgendwo ein Zeichen dran. Also das hat keinen Strom. Irgendwas anderes habe ich jetzt Strom gegeben. Aber ich weiß auch nicht was. Gut, ja, dann machen wir jetzt doch halt diese beiden. Kriegen wir die irgendwie an? Sollen wir vorher noch mal hingehen? Ich meine, jetzt sind sie ja gerade beide aus. Ja, hier kommt ja nichts an. Das ist schon klar. Ah, ist es vielleicht der Kamin, der jetzt Strom bekommen hat? Theoretisch. Könnte das der Fall sein? Weil ich habe ja irgendetwas Strom gegeben. Wo auch immer das ist. Dann lassen wir mal dahin gehen. Ich brauche keine Kette, die mir irgendwas zeigt. Ich habe einfach meinen Zip-Modus, der mich hinbringt, wo immer ich möchte. Ist viel besser. Theoretisch hat es nichts. Ich habe doch irgendwo jetzt gerade Strom angemacht. Okay, warte mal, das ist doch nicht. Ich muss eigentlich aufhören, Leute. Ich muss einkaufen. Was war hier nochmal? Ist es da, wo ich hin will? Ja. Gut. Dann machen wir halt jetzt doch diese beiden Wasserkraftwerke an, wenn wir das mal hinkriegen.
das nicht die Eingangstür? Ich weiß auch nicht genau, was das hier ist. Zwei, drei. Dann können wir die auf denen, haben wir da auf jeden Fall fünf. Ich meine, das ist ja schon mal schön. Bringt uns das eigentlich? Oder sollen wir vielleicht nur eins erstmal davon von den beiden anmachen? Bringt uns das irgendwas? So, kriege ich das jetzt hier auch irgendwie an? Ich weiß es nicht. Das ist der Aufzug. Ich dachte schon, der fährt jetzt gerade. Wenn ich jetzt das anmache und das anmache. Warte mal, nein, wir müssen das anders machen, glaube ich. Ja, das geht nicht. Ich lasse mal da rüber. Wenn wir das jetzt auch noch darüber legen, haben wir eins damit drüben. Sind immer noch zu viele. Eins, vier. Leg die 1 mal darüber. Da. So. Ha! 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 Ich wusste, dass ich irgendwie hinkriege. So. Was? Was war das jetzt? Habe ich jetzt das Rätsel gelöst, oder? Genau, weil die beiden... Ja, da sieht man, die blinken immer noch. Die haben diesen Kurzschluss. Da müssen wir jetzt hingehen. So, ey, ich habe etwas geschafft. Und wenn wir die vielleicht machen, dann kriegen wir vielleicht überall wieder Strom hin. Ha, ha, ha. Gut, dass ich jetzt auf die mal gegangen bin. Ich hätte auch wieder meinen Zippen rausnehmen können. Ach, meine Hände schlafen heute dauernd ein. Kleines Pfötchen. Kann auch sein, dass ich dann dauernd drauf, blöd drauf sitze. Jetzt einfach mal dran ziehen. Nein. Einmal drücken. Yeah. Ey, es läuft. Wenn es nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt. Wow. Nice. Jetzt können wir trotzdem, ne? Noch nicht. Vorsicht, Vogel! Vielleicht muss ich auch schon trotzdem. Ich glaube, das ist Team eher neu resetten. Ja, ich kann jetzt auf jeden Fall hier auch nichts mehr machen. Also vielleicht habe ich das jetzt dadurch wieder eingestellt. So, das läuft jetzt wieder. Vielleicht laufen jetzt auch alle anderen. Ja, Mädchen, jetzt Vorsicht. Vielleicht kannst du jetzt wieder mit dem Aufzug fahren. Ich habe ein bisschen Bedenken. Was? Was? Hä? What? Doch nur um den Strom kümmern. Ich wollte mich doch einfach nur... Warum ist es jetzt dunkel? War ich jetzt ganz ohnmächtig? Ich wollte mich doch nur um den Strom kümmern. Scheiße. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Leute. Aber das ist doch ganz gut, weil ich muss jetzt dringend einkaufen. Und ich lasse jetzt
Oh, meine Sicht ist wieder besser geworden. Na, dann ist ja gut. Okay, ja, dann schauen wir uns das nächste Mal hier weiter an. Crazy. Ich wollte mich doch einfach nur um den Strom kümmern. Vielleicht setze ich euch den Cut dann hier auch. Das ist doch wenigstens passend. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.